Die Aufklärungskampagne Wissen, was bei Diabetes zählt, gesünder unter 7, hat am 4. und 5. Juli Station in Saarbrücken gemacht. Wieder mit dabei waren Sternekoch Johann Lafer und Spitzensprinter Daniel Schnelting als Botschafter der Aktion. Die Besucher der Europagalerie in der saarländischen Landeshauptstadt konnten sich unter anderem über die Volkskrankheit Nummer 1 informieren oder einen Diabetes-Risikotest und weitere Vorsorgeuntersuchungen durchführen lassen. Außerdem wies Johann Lafer sie in die Geheimnisse einer frischen, saisonalen Zubereitung ein. Während der Pressekonferenz verriet der Starkoch, was ihn motiviert hat, das Kochbuch mit Lafer leicht genießen zu verfassen. Also wenn man das Buch hier anschaut, und man das heißt auch nicht hier Diabetik, das heißt nur mit Lafer leicht genießen, gesünder Koch mit Johann Lafer, dann würde kein Mensch, der keine Hintergründe kennt, den Eindruck haben, hier haben die ein Buch gemacht, was für Diabetiker ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Lachschnitte mit Limettensoße und gewürzter Vollkornreis, wenn man das Bild sieht, dann würde doch kein Mensch sagen, naja, das ist ein typisches Diabetiker-Essen. Ganz im Gegenteil, das ist ein richtiges, normales, vollwertiges Essen, was man eben, ich sage jetzt mal, unbegrenzt mit Genuss, mit viel Freude essen kann. Und das haben wir zusammengefasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also eine Resonanz, auch bei mir selbst im Unternehmen, weil viele Gäste das ja auch an der Rezeption vorne sehen und sagen, endlich habe ich ein Buch für den Alltag. Es ist nicht so kompliziert. Es sind Dinge drin, die kann ich mir in der Regel fast überall kaufen. Und es geht auch noch schnell. Und das war ja der Sinn dieses Buches. Und ich habe vorhin schon gehört von Herrn Huber des Verlages, dass sie im Schnitt pro Monat 500 bis 700 Bücher davon verkaufen. Daran sieht man ja auch, dass die Leute einen Koch und nicht kaufen, weil sie zu Hause irgendwie an die Wand hängen oder ich sag mal ins Regal stehen, sondern in der Regel kaufen sie ein Kochbuch, weil es schon heißt Kochbuch, man kocht mit was damit. Und damit, glaube ich, haben wir auch den Zahn der Zeit getroffen. Die Leute wissen heute eben durch dieses Buch auch, dass man sehr gesund, sehr schmackhaft auch seinem Gesundheitsbild gegenüber perfekt kochen kann. Und ich kann nur sagen, wenn wir hier sind, Zimt-Quarkschaum mit Erdbeeren im Glas, ich meine, das ist doch ein super leckeres Essen. Wenn zu mir früher einer gesagt hätte im Restaurant, ich bin Diabetiker, wäre ich nie auf die Idee gekommen, den einen Zimt-Quarkschaum mit Erdbeeren zu servieren. Hätte ich gedacht, um Gottes Willen, das ist ja alles viel zu viel und das darf der gar nicht essen. Also wie gesagt, ja, ist keine Diät. Und ich kann nur sagen, selber, und da bin ich auch sehr dankbar, und das sage ich jetzt wirklich aus Überzeugung, ich als Koch habe eigentlich da bei dieser Aktion am meisten gelernt, weil ich habe vorher null Ahnung gehabt und jetzt muss ich sagen, wenn mich jetzt einer fragt, was darf ich als Diabetiker essen, ich glaube, ich kann sicherlich von den Spitzenköchen, die man in der Öffentlichkeit kennt, am besten Auskunft geben, weil ich habe das intensiv miterlebt und ich kann eins noch zum Abschluss sagen, du glaubst nicht, wie glücklich diese Menschen sind. Das ist der Wahnsinn, wenn du den Menschen sagst, das kannst du essen, koch dir mal sowas, dann sagen die, was, das darf ich essen? Das ist ja für mich eine ganz neue Lebensqualität. Und deswegen finde ich schön, dass wir hier sind, auch sowas mal in aller Öffentlichkeit sagen dürfen, denn ich glaube, die meisten Leute denken immer, ich muss auf alles verzichten, ich bin jetzt krank, ich bin Mensch zweiter Klasse, mir geht es schlecht, ich kann nicht mehr Essen geben und so weiter und so fort. Es ist nicht der Fall. Man muss nur möglicherweise darüber nachdenken, wie man es macht und was man macht.